Unsere Solawi, die Solawi Bonn-Rhein-Sieg, existiert seit 2013. Solidarische Landwirtschaft ist der Zusammenschluss von Verbrauchern und Landwirten oder Gemüseproduzenten und soll zum einen eben die lokale, vielfältige, biologische Landwirtschaft sichern, ne, indem es eben den Landwirten ermöglicht, tatsächlich zu existieren. Und wir ernten heute Brokkoli. Ein Ziel von unserer Solawi ist auch Bodenaufbau, die sogenannte regenerative Landwirtschaft. Genau, da geht es darum, Bodenleben zu fördern, Boden aufzubauen, zu gucken, dass man über Zwischenfrüchte und Untersaaten und Bodenbegrünung dafür sorgt, dass der Boden, dass der Humus aufgebaut wird, dass Nährstoffe aufgebaut werden, dass das Bodenleben gefördert wird. Material und Stoffe in den Boden zu kriegen, die das Bodenleben fördern und dann eben auch gesundes Pflanzenwachstum ermöglichen. Darüber hinaus wollen wir auch die Biodiversität erhalten und fördern. Seitdem ich Mitglied in der Solawi bin, ich bin jetzt im zweiten Jahr dabei, komme ich einmal in der Woche zum Ernten donnerstags hier mit aufs Feld. Ich finde dieses Projekt ausgesprochen gut als Gemeinschaftsprojekt, auch als Projekt des biologischen Anbaus in Mischkultur und ganz verschiedenen Gemüsearten. Ich finde es wunderbar, dass man das gemeinsam hier pflanzt und erntet und hier regional verwehrt. Ja, ich bin Mitglied bei der Solawi. Also ich bekomme jede Woche, gehe ich ins Abholdepot und hole da mein Gemüse ab. Und jetzt, wo ich mehr Zeit habe, helfe ich hier auf dem Feld auch mit. Das macht Spaß und ja, gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn man so ein direktes, wenn man das Gemüse, das man dann selber isst, auch auf dem Feld ernten kann. Solawi ist natürlich ein tolles Projekt, um viele Ziele, sage ich mal, zu realisieren. Wir sind natürlich ein Verein, wo wir ja im Moment ungefähr 240 Leute mit Gemüse versorgen können. Also da hat man eben regionales Gemüse, man hat saisonales Gemüse und natürlich biologisches Gemüse. Und ja, das Schöne finde ich am Solawi, an der Solawi-Idee ist, dass man dann eben ja, einfach mal eine Alternative selber aufbauen kann. Ne? Also man muss nicht darauf warten, dass sich am System sozusagen irgendwas verändert, dass sich in der Landwirtschaft insgesamt in Deutschland was verändert. Denn das sieht ja so aus, als ob das noch eine ganze Weile dauern wird. Sondern man kann eben selber schon mit eben ja, über 200 Leuten aktiv werden, die Dinge so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Plus einfach, dass man als Verbraucher die ja, da mitträgt, dass eben die ganzen Bauern einfach riesige Risiken haben durch das Wetter und durch ganz viele Faktoren, die im Prinzip vom Bauern überhaupt nicht beeinflussbar sind. Und dementsprechend finde ich das, warum sollte der Bauer das alleine tragen, dieses Risiko? Ich weiß nicht, klar, natürlich hat sich dafür entschieden, Bauer zu sein, aber auf der anderen Seite, wir wollen alle essen. Und ich denke, deswegen ist es halt schon irgendwie wichtig, dass man, also das ist ja das Konzept von Solawi, dass halt eben praktisch man bezahlt diesen Beitrag und weiß nicht, wie viel Ertrag in diesem Jahr kommen wird. Und das ist natürlich ein Risiko, was vielleicht viele abschrecken mag, aber ich finde halt irgendwie,
das sollte eigentlich jeder mittragen, dieses Risiko. Wir sortieren gerade die Kartoffeln, die wir auf dem Feld gerade geerntet haben. Weil wir gerade eben beim Acker-Aktionstag hier bei der Solawi mitgeholfen haben. Ich bin bei der Solawi und bekomme immer Gemüse von denen. Und ich habe nicht oft Zeit, um bei einem Acker-Aktionstag mitzuhelfen. Aber heute dachte ich mir, ist eine gute Chance, mal mitzuerleben, was hier für ein Hof ist und was die so machen und ein bisschen dazu beizutragen, dass das alles gut läuft. Es ist super wichtig, dass es Solawis gibt und dass so gewirtschaftet wird, weil die Wege immer länger werden für die Lebensmittel, was natürlich furchtbar klimaschädlich ist, weil der Boden ausgelaugt wird. Und da geben wir sehr viel Acht drauf, dass wir regenerativ arbeiten und nicht immer nur nehmen und nichts zurückgeben. Also den Boden meine ich jetzt und der Natur. Und dazu kommt auch noch das Soziale, dass Menschen wieder den Weg zurück auf den Acker finden. Wenn wir tatsächlich flächendeckend Solawis haben mit biologischem Anbau, und dann denke ich, können wir tatsächlich eine lokale Versorgung sicherstellen. Das ist auch relativ krisensicher, weil es eben nicht von irgendwelchen Handelswegen und allen möglichen Risiken, die damit zusammenhängen, abhängig ist, sondern das ist ja die Landwirtschaft der kurzen Wege, ne? Der Landwirt und die Verbraucher, die sich direkt zusammenschließen.